Let's Have Fun lautete das Motto für die Kindererlebniswelt am Mürzer Stadtplatz, wo die Kleinen am 11. August nicht nur den T-Rex-Parcours, sondern auch zahlreiche weitere Highlights ausprobieren konnten. Ja, der Name ist eindeutig Programm, wie man sehen kann hier. Also wir haben hier bei uns am Stadtplatz unterschiedlichste Hüpfburgen, Hindernisparcours aufgebaut für die Jugend. Und es ist immer wieder schön, für mich persönlich auch, wenn ein bisschen die Autos am Stadtplatz verschwinden und die Kids quasi die Stadt übernehmen, kann man sagen. Die Stadt übernommen, das haben die Kinder ganz bestimmt. Während sich die Eltern nämlich beim Zusehen entspannten, wurde etwa Hau den Maulwurf gespielt oder auch ganz einfach gemeinsam etwas zum Naschen probiert. Für die Stadt ist natürlich die Jugend- und Kinderarbeit vor allem eine immens große Sache. Es geht da wirklich um unsere Zukunft und die Mürzer Zukunft da, und deswegen müssen wir schauen, dass wir es ihnen jetzt schon so attraktiv wie möglich hier im Mürzzuschlag machen. Attraktiv war das Programm jedenfalls, nicht nur für die Stadtgemeinde, sondern vor allem auch für das junge Publikum. Voll geil, und ich finde halt, es passt genau das Wetter und ja, super. Ich finde es voll cool und ich mag am meisten die Dino-Hupfburg, weil der ist einfach cool. Was macht euch am meisten Spaß da heute? Alles. Mir die Rennbahn. Warum die Rennbahn? Naja, weil es da die coolsten Rutschen gibt und weil es so viele Parcours gibt. Was macht am meisten Spaß, Lilly? Die Rennbahn. Und warum? Weil es so coole Rutschen gibt und einen coolen Parcours. Ronja, was taugt dir heute am meisten? Die Späti im Hau den Maulwurf und die Jurassic World Tour. Warum taugt dir das so? Erstens, weil es da sehr lustig ist, nur das Anschwerfen mit den Bällen tut ein bisschen weh und die Rutsche ist sehr cool. Und wie ist es bei dir, Julia? Bei mir ist eigentlich auch fast gleich, weil Hau den Maulwurf ist auch viel cool und halt der Jurassic Park, und der ist auch viel cool. Wer hat den Maulwurf gehaut? Der Maulwurf wurde an diesem schönen Sommertag jedenfalls nicht nur einmal gehauen. Insgesamt war es jedenfalls ein sehr gelungener Tag mit einem spannenden Programm und großem Andrang. Denn die Stadt Mürzzuschlag hat einfach für jeden etwas zu bieten.